Jo Leute, was geht? Ich bin's, euer Enrico Italia. Heute mit einem weiteren Racing-Video für euch am Start. Und das ganze Rennen heißt Verkehr ist, wenn's kracht. Und es wurde auch sehr oft in den Kommentaren vorgeschlagen, dass ich das mal vorstellen soll. Deswegen stelle ich das Ganze heute mal vor. Ich fahre das Ganze mit dem Adder. Kostet 1 Million, ist das schnellste Fahrzeug mit der Höchstgeschwindigkeit in GTA Online. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum denn kein Modded Paint Job oder an sich ein Paint Job Video heute hochkam, nicht wundern, ist gar nicht schlimm. Falls ihr jetzt auch mit der Crew-Farbe da die ändern wollt, ist gar kein Problem. Lasst einfach einen Kommentar mit eurer Lieblingsfarbe und dann ändere ich das um, je nachdem wie hoch die Nachfrage ist bei der Farbe und wie viel Likes halt aufs Kommentar hat oder die Farbe, wie auch immer. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal eher auf das Rennen zu und nicht so auf die Modded Paint Jobs, weil es eigentlich ein Rennvideo ist, deswegen. Und sehr wichtig bei dem Rennen ist es, dass ihr nicht die Kontrolle verliert für euer Fahrzeug, bis auf euer Fahrzeug, und fahrt hier immer außen mit, dann kriegt ihr ein bisschen mehr Speed. Benutzt die Geländereifen oder die Tunerreifen, die sehen ein bisschen schöner aus, haben eigentlich die gleiche Wirkung. An der Tankstelle müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich habe da schon gehört, dass manche Leute da reinrasen und irgendeine andere Leute auch in die Luft mitjagen. Deswegen stellt da am besten keinen Kontakt ein beim Rennen. Wie schon gesagt, fahrt ihr am besten immer diese Seitengasse von der Autobahn mit. Ich nenne es jetzt einfach mal so, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, Seitenstreifen oder so. Auf jeden Fall fahrt da einfach, dann kriegt ihr mehr Speed. Werdet ihr auch merken und ihr habt da auch mehr Kontrolle. Ist wie so eine kleine Gasse für euch einfach und es ist eigentlich gar nicht schwierig. So, da vorne kommt jetzt gleich eine Kurve, da müsst ihr ein bisschen vom Gas runtergehen, weil sonst kriegt ihr da kleine Probleme mit dem Adder. Gerade an sich, der Adder hat ja eine sehr schlechte Bremsbeschleunigung, deswegen müsst ihr da schon ein bisschen vorher bremsen, aber das kriegt ihr, denke ich mal, richtig gut hin. Auf jeden Fall nehmt ihr dann wieder die Innenseite von der Kurve, ihr wisst ja, Innenseite bei Rennen von Kurven sehr wichtig. Und bei dem Rennen kann man eigentlich an sich jetzt nicht viel tricksen, beziehungsweise jetzt nicht viel Gehweg benutzen. Die einzigen Stellen sind jetzt hier nochmal, wo man auch hier nochmal diese Regenrinne, glaube ich, mitnehmen kann. Und es gibt auch wieder einen kleinen Boost, weil es sowas ähnliches ist wie Trott war, das, beziehungsweise Gehweg. Deswegen passt das. Hier ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ihr bremst, sonst fliegt ihr da irgendwie 20.000 Kilometer weit weg und das wäre nicht so cool. Und dann wäre das Rennen für euch gelaufen mit einem Respawn. Das wäre ärgerlich und ja, auf jeden Fall hier auch nochmal aufpassen, da kann man auch sehr leicht rausfliegen, einfach ein bisschen früher bremsen, dann passiert das nicht, denn gerade beim Adder ist es halt so, der hat eine sehr, sehr schlechte Bremsbeschleunigung, aber ich denke mal, das werdet ihr schon selber merken und auch selber ein Gefühl dafür kriegen, wie ihr dann das richtig hinbekommt. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier wieder außen fahren und gleich dann ein bisschen abbremsen, weil es geht gleich bergab. Ihr müsst dann die Ausfahrt von der Autobahn mitnehmen. Hier könnt ihr noch ein bisschen Gas geben, einfach bremsen und dann wieder Gas geben. Jetzt ist es auch wichtig, dass ihr nicht die Kontrolle verliert, sondern auch stabil bleibt mit dem Adder. Einfach dann hier auch wieder den Gehweg benutzen an der Seite und dann wechseln wir gleich mal die Straßenseite, weil da vorne eine Kurve kommt. Deswegen. So, jetzt bremse ich hier schon an der Stelle, weil genau immer an der Stelle hat es mich früher immer rausgehauen, weil ich einfach nicht richtig gebremst habe. Ich habe dazugelernt und deswegen will ich euch die Tipps einfach auch weitergeben. So, dann fahre ich hier wieder Gehweg kurz hier ein bisschen ab, gibt auch wieder ein paar Sekunden wieder mir gut, deswegen macht es einfach auch so, es bringt euch wirklich was und ich hoffe auch, die Serie, die gefällt euch immer noch, auch wenn es jetzt mal montags kam, ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm und das nächste Paintjob-Video kommt bestimmt auch bald und ich glaube, das war jetzt eine Zeit von circa, ja, 2 Minuten 32 war es, mit dem Osiris war ich glaube eine Sekunde sogar schneller. Haut rein, ciao!